Es geht weiter mit den Eros und seit dem letzten Mal hat sich auch schon einiges getan. Hier ist der aktuelle Baufortschritt. Ja, wie man sehen kann, ist alles fertig ausgefräst. Ja, das Furnier ist drauf, es ist alles schon abgeschliffen und alles schon ein erstes Mal lackiert. Vorne sind die Löcher für alles drin, auch dann die Löcher dafür, dass man hier diese Schutzabdeckung reinstecken kann. Da kommen dann noch hier die passenden Gegenstücke dazu in die Box. Die Drehknöpfe für die Lautstärke und ob die Box ein- oder aus sein soll, sind auch schon dran und hinten ist auch schon der Schalter mehr oder weniger fertig. Ich hatte ihn auch schon zusammengebaut, aber jetzt musste ich ihn zum Lackieren einfach wieder zerlegen. Ja, als Lack habe ich hier diesen Klarlack glänzend genommen. Eigentlich wollte ich Hochglanzlack nehmen. Aber dann hatte ich einfach noch da den hier zu Hause und dann dachte ich mir, der ist eigentlich genauso gut wie Hochglanzlack. Der ist Hochglanz, das hätte wahrscheinlich auf dem Holz hier sowieso nicht so gut funktioniert. Zumal ich ein bisschen unter Zeitdruck gekommen bin, weil es bald in Urlaub geht. Ja, dann muss hier noch dieses iPod-Fach in schwarz lackiert werden. Und dann kommt auch noch eine Schicht von dem Klarlack drauf. Ja. Das hier kann ich noch mal kurz zu den Drehreglern sagen. Das Dunkelholz ist Wenge und ja, das Helle ist einfach ein Streifen von dem hellen Zebrano-Holz. Und dann habe ich hier als erstes komplett mit dem Wenge furniert. Dann habe ich mit dem Skalpell hier so einen passenden Schlitz oder so einen passenden Keil rausgeschlitzt. Und ja, dann habe ich einfach diesen kleinen Streifen hier reingelahmt. Und das ist ziemlich gut geworden, kann ich auch allen weiterempfehlen, weil das war relativ einfach. Man braucht halt nur irgendein scharfes Messer, aber so ein Cuttermesser oder sowas, das hätte es auch getan. Ja, jetzt werde ich die Box nochmal kurz anschleifen. Ich denke so mit 240er Schleifpapier oder sowas. Und dann kommt direkt noch eine Schicht Lack drauf, die wird dann ausgehärtet. Und dann kommt der schwarze drauf. Und dann ist es mehr oder weniger fertig. Hier kommt dann noch ja, so Akustikstoff oder so ganz dünner Netzstoff. Hier sieht man es, also sowas in der Art kommt vielleicht drauf, nur in Schwarz, wenn dann. Und ja, genau. Eigentlich war es das auch schon wieder für das Video. Ja, Baufortschritt. Als nächstes kommt dann wahrscheinlich nochmal ein extra Video zu dem Schalter oder verknüpft mit der Elektronik dann das nächste. Also, bis zum nächsten. Tschüss!